Ja, hallo und seid gegrüßt, meine lieben Nuka-Cola-Schlürfer. Ich bin euer Affenkönig Dämlich, das ist Nuka World und ich bin auf dem Weg hier zum Safari Adventure. Und wo, was? Oh, es geht gleich zur Sache. Aber ich wollte euch doch gar nicht töten. Brahmins! Böse Brahmins! Oh nein! Wow! Ohne Kopf lebt er immer noch weiter. Das gibt's ja nicht, Leute. Dass uns die guten Brahmins hier einfach... Oh, jetzt dachte ich, hier kommt noch was raus. Dass die uns einfach angreifen hier. Oh. Oh, wie sogar... Seht ihr, dass wieder der Unterkiefer wackelt? Sind also auch wieder Käuer wie Kühe. So. Jetzt suchen wir uns mal den Eingang hier. Wunderschön. Die Sonne bahnt sich ihren Weg durch die abgestorbenen Bäume. Oh, geil. Sieht das nice aus. So, Reifen. Monsterkralle! Eine Gatorklaue, was ist das denn? Ein Riesenreptil! Ja, das sieht doch ganz anders aus. Okay, da brauchen wir andere Geschütze. Willst du mich... Oh, ich dachte gerade, er will mich töten. Sie ein Monster töten. Du Freund? Ja, ich bin Freund. Warum redest du so? Bist du ein Neandertaler? Alles okay mit dir? Warum redest du so komisch? Sito leid tun. Sito nicht gut sprechen. Familie von Sito nicht sprechen. Sito lange nicht mehr sprechen. Du töten Monster alleine. Monster stark, aber du mehr stark. Sito froh, du töten Monster. Monster Sito und Familie von Sito wehtun. Naja, klar, die Gatorklaue ist ja das Monster. Ein schlechtes Gefühl, du konntest es nicht. Es kann dir nicht. Ja, es kann dir nicht mehr wehtun. Tja, jetzt kann es dir nicht mehr wehtun, Sito. Nein! Viele Monster mehr! Nicht aufhören! Sito töten Monster! Neues Monster kommen! Sito töten Monster wieder! Neues Monster kommen wieder! Monster nicht aufhören! Helfen Sito Monster stoppen? Na klar. Natürlich helfe ich dir. Sito froh, du helfen. Neuer Freund folgen, Sito. Sito dir zeigen Ding. Ding helfen, töten Monster. Okay, ich dachte jetzt schon, er will uns sein Ding zeigen. Das ist bestimmt groß, aber das will ich trotzdem nicht sehen. So, jetzt gucken wir uns hier mal. Oh, sehen die geil aus. Wow, die sehen aus wie... Wenn ihr Spider-Man kennt, Reptile so ein bisschen. Cool. So, was haben die dabei? Neues Fleisch, neue Klaue, neue Haut. Aber die Haut ist noch dran, obwohl wir die jetzt mitgenommen haben. So, da ist Sito. Ich will aber nicht gleich in die Richtung rammeln, aber sie bluten rot. Das heißt, wir können sie auch töten, einmal frei. So, Gage, was ist mit dir? Gibt's was Neues? Ach, cool, Leute. Das sehen wir jetzt, wo wir sind. Und ich höre Affen. Das ist voll nach meinem Geschmack. Safari Adventure. Jawohl. Das finde ich wirklich geil, Leute. Das ist genau mein Ding hier. Ein schöner Urwald. Elefanten? Aber das sind nur Geräusche. Ich bedanke euch, bedanke mich bei euch, mein lieber Batman-Freak, wie immer pünktlich zur Stelle und natürlich auch der Silence Treasure, der hat mir auch noch geschrieben, es gibt irgendwo noch eine Wasserpistolen-Mod zu finden, irgendwas mit einem Fahrstuhl, ich weiß nicht, ob das jetzt im letzten Part war, in der Abfüllanlage, oder ob das jetzt hier im Safari Adventure ist, ich werde es hoffentlich herausfinden und irgendwo soll es noch eine geile...
Rüstung geben. Eine schöne, geile Power-Rüstung. Dankeschön dafür. Ich werde gucken, ob ich das Zeug finde. Aber ich habe ja auch den Strom nicht richtig einbekommen in der Abfüllanlage. Es hat mich ein bisschen geärgert, da wo der Gunner lag. Kunden-Animatronic. Ja, das Outfit ist eigentlich auch lustig. Nehmen wir uns auch mit. So, und ich höre hier schon wieder. Irgendwas ist hier schon wieder irgendwo rausgekommen. Na gut, wir folgen ihn erstmal. Wir folgen erstmal Situ, damit wir die Quest hier weitermachen. Nicht, dass der noch über den Jordan geht. Wir jetzt Situ helfen. Oh, sieht das gut aus. Situ? Da ist er. Okay, dann rüsten wir mal noch eine andere Knarre aus. Mal schön Damage machen. Obwohl, das könnte nicht so gut sein, aber... Oh, geil, Leute. Riesengroße Gehege. Situ, wo... Wo ist das Monster? Ah! Da ist er. Das kriege ich ganz schnell hin. Hier, die weichste Stelle ist der Bauch. Yes. Lass nichts zurück, wenn möglich. Wo ist er hin? Da ist er. Oh, das Primatenhaus. Alles klar, Situ, wir treffen uns drin. Jetzt geht's hier zur Sache. Die Gorillas tun die uns jetzt nichts. Ich tue mal die Waffen weg. Ja, fein. Boah, das sind ganz schöne Hühn. In dem möchte ich mich nicht anlegen. Das. Seht ihr? Das Zuhause. Das Familie. Ach, der ist mit Affen aufgewachsen wie Tarzan. Jetzt redet er mit ihnen. Nicht Angst, sie dir nicht wehtun. Du Freund Zito heißen, du Freund Familie. Ich will sie mal nicht blenden. Von Gorillas großgezogen. Wahnsinn. Wie bist du bei diesen Gorillas gelandet? Zito nicht sagen. Geschichte machen traurig. Ah, Mist. Das erfahren wir schon noch. Schrecklich nette Familie. Du hast eine schrecklich nette Familie, Situ. Du sage nette Dinge. Situ möge neuen Freund. Jetzt du helfen, Situ. Familie in Gefahr. Hier verstecken vor Monstern. Nur hier sicher. Hier haben kein Essen. Hier haben kein Wasser. Situ rausgehen. Helfen Familie. Monster Situ töten wollen. Situ viele töten. Mehr Monster kommen. Nicht aufhören. Situ Angst haben, Monsterfamilie wehtun. Oh, krass. Ja, aber wir müssten ja die dann auch irgendwie alle woanders unterbringen, weil wenn ich den Unternehmern das hier zuteile, tja, da muss er wahrscheinlich weichen, nicht, dass die ihn noch umbringen wollen. Ha, irgendwo anfangen, das Ganze beschleunigen. Keine Sorge, ja, ich beruhige ihn erstmal, wir kriegen okay, das schon Situ. Hin. Wir kümmern uns um deine Familie. Situ mögen, neuer Freund. Situ haben Geschichte. Geschichte helfen, töten Monster. Situ essen mit Familie. Alter Mann kommen nach zu Hause. Alter Mann verletzt. Situ versuchen helfen. Alter Mann sagen, er machen Monster. Situ wütend auf alter Mann. Monsterfamilie wehtun. Alter Mann entschuldigen, Monster wehtun Familie. Er geben Situ Glitzerding. Er sagen, Glitzerding helfen gegen Monster. Situ versuchen mehr helfen, aber alter Mann sterben. Situ legen alter Mann in Boden, aber behalten Glitzerding. Jetzt geben Glitzerding neuer Freund. Helfen Situ. Glitzerding, Dr. McDermott's Holoband. Glitzerding, okay, das müssen wir uns anhören. Der alte Mann hat die Monster gemacht, dann war er sauer. Habe ich das richtig verstanden? Er hat Experimente mit denen gemacht? So, das machen wir mal aus. Ich will mir das mal anhören. Wie heißt der Dr. McDermott?
Das müsste ja bei uns hier drinne sein. Doktor, Doktor. Doktor, Doktor. Dr. McDermott's Tagebuch 91W. Oh, da scheint man ja noch mehreres zu finden. So, zeige ich mal das Zeugnis. Hier spricht Dr. Darren McDermott, letzter bekannter Überlebender in der Safari Adventure Replikationsanlage. Das ist meine letzte Aufzeichnung. Ich habe etwas Schreckliches getan. Die Dinge, die ich erschaffen habe, die ich Gatorklauer nannte, hat er die erschaffen? Vernichtet werden. Man kann sie nicht zähmen oder kontrollieren. Ihre Wildheit ähnelt nichts, was ich kenne. Und jetzt ist der Nuka-Gen-Replikator außer Kontrolle. Er produziert sie mit erschreckender Geschwindigkeit. Bitte, irgendjemand, finden Sie meinen oder Dr. Heinz. Also den ging es ja schon richtig schlecht. Zugangscode. Schalten Sie den Replikator ab, bevor es zu spät ist. Und wenn diese Aufnahme Dr. Hein erreichen sollte, hoffe ich, dass er mir verzeiht. Na, ich weiß nicht, ob er dir das verzeiht, Dr. McDermott. Okay, Leute, es gibt also einen Nuka-Replikanten. Sowas habe ich das richtig verstanden. Und der produziert diese ganzen Gators und der ist sozusagen defekt. Und es werden immer mehr produziert. Deswegen hat Sito uns gesagt, deswegen kommen immer wieder neue. Okay, das ist doch Sito seine Notiz, oder? Oder wen seine? Ja, Sitos Notiz. Schreiben kann er auf jeden Fall besser. Wenn du das hier liest, hast du Marco Sito getroffen. Sein Vater Marcos wurde bei einem Supermutantenangriff auf unsere Siedlung getötet. Und ich fürchte, meine eigenen Verletzungen werden mich ebenfalls dahin raffen. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit und ich habe Angst, ihn allein hinaus in diese Welt zu schicken. Aber mir bleibt keine Wahl. Ich flehe dich an. Nimm ihn auf und sorg dafür, dass er Nahrung... Ach! Okay, Leute. Jetzt muss ich nochmal weiterlesen, ich habe es aus Versehen eingesteckt. Das war der Vater von Sito. Anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, oder? Nimm ihn auf und sorg dafür, dass er Nahrung und ein Dach über den Kopf hat. Sag unserem kleinen Sito, dass seine Eltern ihn lieb haben und er uns immer in seinem Herzen finden kann, wenn er uns sucht. Imelda und Sito... Ach, das ist seine Mutter hat das geschrieben. Sitos Mutter. Oh mein Gott, Leute, das ist ja heftig. Marco Sito. Also, das ist ja... Also, ich hoffe, wir finden noch mehr raus. Schade, dass er uns das nicht gesagt hat, weil natürlich unser Dings nicht so hoch war. Unser Charisma. So, ich guck noch mal hier rein und dann machen wir das natürlich weiter. Mondaffe können wir hier lassen zum Spielen. Für die großen Affen. Ja, das ist ja halt das Einzige, wo sie sich verstecken können, das Primatenhaus. Und hier gibt es aber wirklich nicht viel. Die haben ja wirklich nicht viel. Toter Mann hat wie. So, ich könnte noch mal mir jetzt hier was reinpfeifen, wenn wir mit ihnen reden. Vielleicht kriegt man ja noch mal irgendwie was raus aus ihm. Vielleicht erzählt er uns noch was.
Was war das für Zeug? Irgendwas, was Charisma erhöht, wäre halt geil. Ich gehe mal auf Wert. Das müsste ziemlich weit oben sein dann. Gewicht, alle Abhängigkeiten. Ach, alle Abhängigkeiten heilen. Genau. Aber die Maulwurfskrankheit kann man damit leider nicht heilen. Aber wir haben 8 Stück, deswegen können wir uns ja nochmal was richtig krasses reinpfeifen. Charisma, Charisma. Mentens waren's, oder? Die hier. Ja. So, pfeife ich die mal rein. Ja, da mag's wirklich nicht, wenn ich mir das geile Zeug hier reinpfeife. Der Gage. Dann kommen die Gator-Clown, die Monster, aus einer Tierklonanlage von irgendwo unter der Safari-Adventure. Glitzerding, helfe, neuer Freund. Ja, es hat funktioniert. Wo ist die Klonanlage? Weißt du irgendwas von einer Klonanlage in der Nähe? Neuer Freund sagen seltsame Wörter. Sito nicht wissen, was neuer Freund wollen. Aber Sito wissen mehr über alter Mann. Sito sehen alter Mann kommen von großen Dreieckhaus. Lange her sein. Gehen zu großen Dreieckhaus, finden Klonanlage, stoppen Monster. Sito kommen mit neuer Freund. Sito helfen. Ah, jetzt hat er es doch verstanden. Können die Gorillas helfen? Ich habe die Mentens jetzt inne, aber jetzt hätte ich meine Brille und so noch aufsetzen müssen. Mist. Ah, ich probier's mal. Kann deine Familie uns helfen? Chris groß und stark. Ja. Chris helfen neuer Freund und Sito. Stellt euch mal vor, ihr müsst das einsprechen. Das würde ich auch gerne mal machen. Synchronsprecher. Also gerade für solche Tiergeräusche oder irgendwelche Monstergeräusche. Ich glaube, es würde mir sehr viel Spaß machen. So, aber der Sito, wie alt würdet ihr den jetzt schätzen? Also ich würde den so auf... Der ist doch so... Ja, locker Ende 30, Mitte 30. Und so lange lebt er hier schon mit den Gorillas, das ist doch heftig. Okay, dann gehen wir jetzt in die Anlage. Und das ist unser Freund, der uns hilft. Nehme ich jetzt einfach mal an. Cool. Also da haben sie sich ja richtig was einfallen lassen hier für den, für das Addon. Das ist ja mega geil, Leute. Boah. Richtig starker Regen. Aber das passt ja zur Mission. So, weiß uns den Weg. Oder ist es auf unserer Karte hier schon markiert? Ja, scheint markiert worden zu sein. Betritt das große dreieckige Haus. Okay. Betritt das große dreckige Haus. So, hier hinten gibt es gar nichts mehr für uns. Aber wir haben Power. Oh. Eine Leiter. Sieht aus wie ein großes Gewächshaus. Oh, was für ein Unwetter hier. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, und die Ranken, wie sie sich alles wiedergeholt haben. Das große Halloween-Spuktakel von Nuka World beginnt nächste Woche. Ticketreservierungen für diese Abendveranstaltung sind am Haupteingang möglich. Das große Halloween-Spuktakel. Ja, hört sich cool an. Ach ja, und ich habe so einen Nuka-Cola-Mixer. Könnten wir doch auch nochmal benutzen. Was gibt's denn da? Nuka Cola, aber anders geschrieben. Nuka Berry, Nuka Bass. Fancy. Nuka Free. Schmutziges Wasser mit Nuka Cola. Also einfach nur ein bisschen verdünnt. Die Light-Variante. Nuka Lixier. Krass, was gibt es hier alles für? Nuka Twin. Ja, da bauen wir uns einfach mal. Machen wir uns einfach mal ein paar, oder? Nuka Free würde ich. Na gut, schmutziges Wasser haben wir genug. Nuka Fancy. Das war hier oben noch. Ah, Bass konnten wir jetzt nicht mehr machen. Da brauchen wir noch eine Nuka Cola Wild. Berry.
So, dann haben wir mal alle Sorten durchprobiert. Und jetzt weiter. Hier rein. Oh, ich liebe diese Zoogeräusche. Hier was drin? Aufgrund der großen Nachfrage findet jetzt eine zweite Vorstellung von Queen Quantums Krönung statt. Näheres dazu in Ihrer Oh! Da ist wieder ein Dickerschen. Komm schon! Ich will nämlich auch nicht, dass unserem Gorilla-Freund was passiert. Corkys Baumhaus. Ja, ist aber jetzt nicht. Wir sind nicht an der richtigen Stelle, glaube ich. Nee. Ich glaube, wir müssen wirklich irgendwie in die andere Richtung. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Ah, hier, das ist es bestimmt, das große Dreieckshaus. Das Welcome Center. Willkommen im Jurassic Park. Oh, diese geilen großen Löwen. Mega nice. Sind doch auch in New York, oder? Vor der Bibliothek, ja. Da sind doch auch so riesige Löwen. Oder was? Vor Museum? Wahrscheinlich eher vor Museum. Oh ja, da unten ist der erste. Aber keine Sorge. Den krieg ich. Den Schädel kann man auch zertrümmern. Aber Kopf ist er echt am anfälligsten. Hohoho. Geile Sache. So, ein paar schöne Pilzchen. Nehmen wir mit. Lecker Schmecker. So, was gibt's denn hier Schönes? Souvenir Kaffeetasse. Und was ist das? Oh, eine Kaffeedose. Da haben wir ja richtig viel Kaffee. Nuka Grape. Mm. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Was ist ein Nuka Rush Rezept? Ach, die können wir jetzt herstellen oder was? Ein Mixautomaten wahrscheinlich. Terminal des Empfangszentrums. So, mehrere Memos. Abteilung für Gästeinformation. Auch in diesem Monat werden im Safari-Adventure wieder Schulexkursionen stattfinden. Aufgrund des bedauerlichen Unfalls und der nachfolgenden Säuberungsmaßnahmen nach dem Ausbruch im Großkatzenbereich im letzten Monat bitten wir darum, alle Schulgruppen von mindestens einer Aufsichtsperson pro 6 Kinder begleiten zu lassen. Ja, oh krass, da ist ein schlimmer Unfall passiert. Ja, aber was soll die Aufsichtsperson machen? Die kann auch nichts machen, wenn ein Tiger oder ein Löwe ausbricht. Achten Sie außerdem darauf, dass alle Besucher die Haftungsverzichtserklärung für Todesfälle und Verstümmelung unterschreiben. Weitere Fragen können Sie an die Abteilung für Gästeinformationen richten. Schön! Das macht einen ja richtig Mut, dann hier einen schönen Tag zu verbringen mit seinen Kindern. Es treten weiterhin Sicherheitsprobleme mit der fehlgeleiteten und radikalen Gruppe AFAD auf, Animal Friends and Defenders. Ihre Mitglieder sind an Tiermasken und verschiedenen Tiertätowierungen zu erkennen. Außerdem treten sie gelegentlich auch als Tiere verkleidet auf. Sollten Sie eine dieser Personen entdecken, versuchen Sie nicht, sich ihr zu nähern. Wenden Sie sich an das Sicherheitsbüro oder aktivieren Sie die nächstgelegene Protektron-Kapsel. Krass. Also irgendwelche Aktivisten? Weil es scheinen ja irgendwelche Radikalen zu sein. Ich sage jetzt mal Greenpeace im Anarchiemodus sozusagen. Aber die sehen ja dann ein bisschen aus wie diese eine Gruppierung, oder? Die haben doch auch Tiermasken auf. Also die eine Raider-Gruppierung in Nuka World.
Alle mit Project Cobalt gekennzeichneten eingehenden Lieferungen sollten zum sicheren Getränkespezialistenlabor in der Nuka-World-Abfüllanlage weitergeleitet werden. Diese Gegenstände sind nicht für die Verwendung durch unser Personal gedacht. Mitarbeiter, die derartige Lieferungen ohne Genehmigung öffnen, werden daher fristlos entlassen. Projekt Cobalt. Okay. Aufgrund des Sicherheitsverstoßes der AFAD-Gruppe in der Klonanlage gilt ab jetzt Code Grizzly. Haben Sie verstanden? Code Grizzly. Bitte verweisen Sie alle Besucher oder etwaige Fragen über die Anlage direkt an Mr. Brad Burtons Büro. Darüber hinaus darf die Baustelle der wütenden Anaconda nur noch vom Sicherheitspersonal betreten werden. Was ist denn dort alles passiert? Wütende Anaconda, Großkatzen, die ausbrechen, eine Klonanlage, eine radikale Gruppierung. Die Aufbauten der Achterbahn sind in gefährlicher Weise instabil und das auch noch. Und wir möchten nicht, dass sich unsere Mitarbeiter verletzen. Ja, solange sie Mitarbeiter sind. Leute, ist das geil. Also, es ist schrecklich, aber es ist auch geil, was hier los ist. Viele neue Infos und neue Sachen. Oh, das waren hier die ganzen kleinen Gehege mit irgendwelchen Tieren. Wäre geil, wenn noch dran stehen würde, was da drin war. Aber das sehen wir jetzt natürlich nicht mehr. Oh. Keine Sorge, ich versuch's mal. Ach, hier ist so ein AFAD-Manifest und Vorkriegsgeld. Das müssen wir uns mal angucken. Dieses Manifest. Dann wissen wir vielleicht, was die für Beweggründe hatten und was die wollten. Da ist es. Hören wir uns mal an. Wir, die Mitglieder der AFAD, haben eine wichtige Botschaft an... Psst, Chipmunk, sag ihnen, was unser Name bedeutet. Was machst du da? Das Ding läuft schon. Sag nicht einfach AFAD. Erklär ihnen, wofür das steht. Das hier ist eine ernste Sache, Rabbit. Und ich habe die Aufnahme schon gestartet. Das schneiden wir später raus. Jetzt sag's ihnen. Nun gut. Wir, die Animal Friends and Defenders, haben eine wichtige Botschaft an diejenigen, die für die Zerstörung der Umwelt verantwortlich sind. Wir werden nicht untätig zusehen, wie ihr unsere tierischen Brüder und Schwestern ausrottet. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Wir werden nicht dulden, dass Firmen unsere tierischen Brüder und Schwestern im Namen der sogenannten Wissenschaft misshandeln. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Wir werden nicht wegsehen, wenn... Vergiss nicht den Teil mit dem sinnlosen Abschlachten der Tiere, um sie zu essen. Du weißt, dass ich hier aufnehme, oder? Siehst du das rote Licht? Tut mir leid, Chipmunk. Ich wollte nur, also, naja... Nimm das Band raus, wir versuchen's nochmal. Und danach schmeißt du nicht das richtige Band weg und behältst das falsche wie beim letzten Mal. Okay, es scheint eine sehr junge Gruppierung gewesen zu sein, die sich hier in die Haare gekriegt haben, als sie ihre Forderung stellen wollten. Oh mein Gott, Leute. Also wirklich Greenpeace in radikal, so könnte man sagen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Freund von allen möglichen Zoos, muss ich sagen. Ja, es ist eben so, die Menschheit steht sozusagen über allen, zumindest denkt sie das. Jeder war ja schon mal im Zoo und hat sich das angeguckt. Aber es gibt so gewisse Sachen, man könnte natürlich auch sagen, es ist alles schlecht, aber ich finde, es gibt so Unterschiede, die ich zumindest mache. Mit zum Beispiel, ja, so Orcas oder Delfinen, die in irgendwelchen Becken gehalten werden, das finde ich nicht so toll, selbst wenn die dort aufgewachsen sind. Aber da kann jeder sich sein eigenes Urteil bilden. Da ist auch, will ich da auch niemandem was vorschreiben, jeder sollte da seine eigene Meinung haben. So, Lösegeldforderungen, können wir uns die nochmal angucken. Abgeschlossen, untersuche das Türterminal. Zu Händen von Mr. Bradburton, das scheint ja der Chef gewesen zu sein, oder einem seiner Lakaien. Wir haben es auf die nette Tour versucht und sie haben nicht mitgespielt. Sie sind sogar so weit gegangen,
uns den Zutritt zu ihres Parks zu verwehren. Nun ja, wir leben in einem freien Land. Ganz gleich, was ihre Bonzen da denken, AFAD wird ihnen zeigen, dass sie nicht die Kontrolle haben, die sie sich mit ihrem Geld erkaufen wollten. Wir halten ihren Spitzenwissenschaftler Dr. Hein genau an der Stelle als Geisel gefangen, an der sie ihre tolle wütende Anaconda errichten wollten. Wenn sie allein kommen, können wir über die Bedingungen seiner Freilassung reden. Wenn Sie die Polizei mitbringen, verlieren Sie Ihren besten Angestellten. Treffen Sie die richtige Entscheidung, Mr. Brad Burton. Krass, die Wart, das ist aber schon wieder zu radikal. So kann ich das doch nicht angehen. Wenn es Sicherheitsverstöße gibt, muss ich das auf andere Wege versuchen zu machen, aber... Naja, Anlagen, Sicherheitsstufen. Aufgrund des in jüngster Zeit erfolgten Anstiegs an Sicherheitsverletzungen im Safari Adventure haben wir die Sicherheitsstufen für diese Anlage neu festgelegt. Code Chinchilla. Normaler Betrieb, keine aktiven Sicherheitsmaßnahmen. Ja, ein Chinchilla ist ja nicht gefährlich. Code Orange Utan. Sicherheitsprotokolle in geringem Ausmaß wurden eingeleitet. Code Dingo, ja, so ein Dingo, da kann schon mal ein richtig schön die Knoche zerrupfen, wenn er will. Sicherheitsprotokolle in mittlerem Ausmaß wurden eingeleitet. Code Grizzly, die vollständige Sicherheitsabriegelung wurde eingeleitet. Und das haben wir ja hier gehabt. So, für diese Anlage gibt eine vollständige Sicherheitsabriegelung. Neben Dr. Hein, Dr. Dermot und Mr. Brad Burton haben keine weiteren Personen Zutritt zum Labor. So, und unser Dr. Dermot war ja derjenige, der in der Klonanlage gearbeitet hat. Jeder Versuch, in die Anlage einzudringen, hat den Einsatz tödlicher Gewalt zur Folge. Weitere Informationen erhalten Sie bei L.B. Sheldon im Sicherheitsbüro. Haben die hier die Tiere geklont und dann in ihre Käfige entlassen? Weil das einfach günstiger war, als die irgendwo zu kaufen? Ist euch ein Terminal gesperrt? Ja, was ist doch nicht das Terminal hier? Hier kann ich ja gar nichts machen, Leute. Hier gibt es ja nichts mehr, was man irgendwie... Sicherheitsabriegelung wird eingeleitet, ja. Aber ich kann es auch nicht aufheben. Ha. Wo ist das Terminal? Dr. Hein wurde anscheinend gekidnappt und zu einer gewissen wütenden Anaconda gebracht. Wenn wir das finden, finden wir auch seinen Zugangscode für die Klonanlage. Klingen wie Name von Schlange aus alter Zoo. Oh, vielleicht Doktor unter großer Metallschlange. Die große Metallschlange. ja, los. Komm, wir gehen dahin. Ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht erzählen, dass Schlangen nicht aus Metall sind, weil das wird er nicht begreifen. Du weißt doch bestimmt, wo die ist, Sito. Ja, Sito wissen. Es große... Wie Wort dafür? Bahn. Bahn wie große Schlange. Sito sehen von überall. Sehr groß. Sehr wie Schlange. Auf Hügel hinter Zoo. Vielleicht Doktormann dort? Ja, ob der noch dort ist, weiß ich nicht mehr, aber... Los, komm. Gut gemacht. Wir gehen dorthin. Sehr gut, Sito. Ich hab gewusst, du bist eine Hilfe. Sito helfen. Sito mögen helfen, neuer Freund. Ich mag ihn. Ich mögen Sito. Sito ist nett. Sito hat gute, starke Freunde. Aber was hat denn unser Gorilla-Freund hier? Gorilla-Herpes? Das sieht nicht gut aus. Ja, rückt euch den mal an. Und die Frage ist ja auch, die leben doch dann auch unnatürlich lang, oder? Ist das vielleicht auch durch die atomare Verseuchung gekommen? Aber Sito hat ja auch überlebt. Krass, da würde ich gerne auch nochmal mehr rauskriegen. Aber vielleicht sind die ja wirklich geklont worden und mit künstlichen oder mit irgendwelchen chemischen Stoffen viel länger am Leben erhalten worden. Ich weiß es nicht. So, Sito, dann holen wir uns mal den Sicherheitscode, würde ich sagen. Mal schauen, wie das Wetter ist, ob es besser geworden ist. Ach schön, Part 167 und man fühlt sich wie Part 10 hier. Oh ja, und das Wetter ist noch sehr krass. So, schauen wir mal. Auf einem Terminal im Safari Adventure Empfangszentrum habe ich gelesen, dass Dr. Hein entführt wurde in einen Ort namens Wütende Anaconda. Okay, ich muss ihn finden. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen,
dass die ersten 10 Besucher der Barry der Bär Show einen Plüschberry geschenkt bekommen. Oh, dort oben zur riesigen Metallschlange. Hier sind auch richtig geile Flüsse angelegt worden. Okay, da habe ich ja einen weiten Weg vor mir. Müsste hier oben sein. Ja, in die Richtung, das passt. Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir da hin, Leute? So, hier kommen wir. Doch. Hier kommen wir durch. Boah, ist das krass, Leute. Guckt euch das Wetter an. Ich find's mega geil, Leute. Wirklich. Ich bin entzückt. Oh, da oben ist ein riesiger Grizzly. Das tägliche Duell zwischen Nuka Knight und dem Nuka Cola Dark Knight bis auf weiteres verschoben. Okay, meine Freunde, ich werde erstmal hier ein kleines Päuschen einlegen und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Das war Fallout 4 auf der PS5 mit den lieben Gage und Zito und unserem Gorilla-Freund. Ist das nicht geil? Ich freue mich. Wir haben coole neue Freunde. Und ja, ich wünsche euch was. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Bitte lasst mir ein Like da, ein Abo. Schreibt was in die Kommentare. Wir sehen uns wieder. Ciao.